7:30 in der Früh bin ich in der Firma gewesen, also im Verband quasi. Und du hast dann einfach einen sehr langen Tag im Vergleich zu dem, was ich vorher gehabt habe. Und das war sicherlich am Anfang eine Umstellung. Ja, also mein normaler Arbeitstag schaut eigentlich so aus, dass ich in der Früh in die Geschäftsstelle fahre, kurz schaue, was ist Wichtiges zu tun. Dann fängt das Training um 8:30 an. Die fangen um 8 zum Aufwärmen an, um 8:30 muss ich am Platz sein. Dann kann ich meine Burschengruppe quasi dort übernehmen. Wir trainieren meistens bis 10:15 Uhr, dann müssen sie in die Schule. Du musst halt einfach aufpassen, dass du halt nicht versuchst, eine Kopie von dir zu erstellen, sondern dass du einfach den Spieler individuell weiterentwickelst. Was kann der, was hat der für Stärken und Schwächen? Die sind natürlich anders als bei einem selbst. Dann beginnt mein Bürotag. 10:15 bis ca. 14:30 bin ich dann hier in der Geschäftsstelle und dann um 14:30 geht es wieder am Tennisplatz zum Nachmittagstraining, 14:30 bis 16:30, 17 Uhr. Und dann je nachdem, ob danach noch Termine stattfinden, muss ich nochmal zurück in die Geschäftsstelle.